wir schauen uns bitte mal, bitte, ich habe es mir aufgehoben bis jetzt, wir schauen uns bitte mal, ich muss es sehen, Books Food Training, 7 Monate schon, vielen, vielen Dank. Wir schauen uns jetzt endlich mal Montes neues Gaming-Zimmer an, weil ich baue ja jetzt mein Zimmer zu Hause hier auf mein Gaming-Zimmer um, aber das Gerät will ich mir mal angucken, weil das hat ja angeblich 200.000 Euro gekostet. Also diese Zahl höre ich nur die ganze Zeit in den Raum geworfen. Hat es das wirklich? Ich weiß es nicht. Aber jetzt will ich was sehen. Für 200.000 Euro will ich was sehen, muss ich sagen. Also ich weiß nur, was ich mitbekommen habe, weil ich gucke immer regelmäßig die Stories und alles drumherum. Er hat das bauen lassen von so einer Event-Firma. Ist das richtig? So, die machen so Messebau, ne? Die machen so Messebau. Bin ich interessiert. Kissy, dankeschön für den Prime Sub. Das Aquarium hat schon 70.000 gekostet, okay. Nice. Nicht stören lassen. Ich putz nur kurz durch. Danke, danke schön für den Prime Sub. Gutes Timing, Digga. Noch 40 Sekunden. Weiß gar nicht, was ich machen soll. Mit dieser Scheiße hier. Weg mit dem Dreck. Jalla! Seid ihr ready? Einfach 20 Sekunden vorher. Ready oder was? Also, ihr seht noch nicht alles sofort, okay? Ihr seht noch nicht alles. 3, 2, 1, Abfahrt. Puh. Könnt ihr mich sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, puh, oder? Oha. Ah. Aha. Was ist das denn, Digga? Aha. Oha. Aha. Denise, Dankeschön für den Sub. Danke, danke, danke. Nicht wundern. Nicht wundern. An der Wand fehlt ja noch ein Fernseher, Digga. Alter. Alter. Ah, okay, ja, hier fehlt der Fernseher, ne? Ja. Da fehlt noch ein Fernseher. Okay, verstanden, ja. Da fehlt noch ein Fernseher. Also, seid ihr ready? Krank. Hallo. Hallo, ey, Bruder, nicht so weit. Nicht so weit. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Und jetzt runter damit. Aha. Krank. Aha. Aha. Und jetzt schaut mal hier. Ahnt mal diesen hier. Reinzoomen in den Aal. Da ist der Twitch-Livestream-Chat. Schaut mal hier. Sagt mal hallo. Sagt mal hallo. Da ist der Twitch-Livestream-Chat. Daniela, danke schön für den Sub. Danke für die Abmoderation. Reinzoom da in den Aal. Zoom mal richtig rein in die Scheiße. Da ist er. Da sind die Schlingel. Da sind die Schlingel. Oh, Mann, du. Und wieder raus aus den Aal. Aha. Krank. Sieht schon ganz geil aus, bin ich ganz ehrlich. Also bis dato ist es halt super dunkel. Auf dem auf dem Screenshot oder auf dem Thumbnail war das, glaube ich, schon beleuchtet. Vielleicht ein bisschen später gemacht worden, das Thumbnail, oder macht das Licht noch an später? Seid ihr bereit für den magischen Knopf? Ja, oder wir machen oder ist das der magische wir sehen Knopf? Das jetzt. Seid ihr bereit für den magischen Knopf? Ja. 3, 2, boah, dieses Aquarium ist so fett, Mann. Ah ja, moin, okay. Nun nochmal ganz kurz der Unterschied. Nochmal an. Puh. An! So, und ich zeige euch mal ganz kurz. Da ist jetzt ein kleines WWchen. Da muss ich mir noch eine Funkverbindung kaufen, Diggi. Weil das funktioniert noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ist aber auch egal. Dazu muss ich kurz einmal aufstehen. Aber hören tut ihr mich ja trotzdem. Naja. Hey, das ist mein WhatsApp! Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt hier passiert? Ich dachte schon, irgendwie was bei mir ist los. Zu viel LEDs für meinen Geschmack. Ja, aber das ist halt auch irgendwie Monte, ne? Monte ist auch schon LED. Es ist sehr bunt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Normalerweise hat man ja dann immer so eine Farbe. Wisst ihr, was ich meine? Entweder man beleuchtet so in einer Farbe oder man nimmt halt so blau oder so, weil es so die Brandfarbe sind und sowas. Also mir wäre es auch zu bunt. Ich finde es trotzdem sick, aber also ist ja nur mein persönlicher Geschmack dann, ne? Mein persönlicher Geschmack ist, mir wäre es auch safe zu bunt. Also kannst du höchstwahrscheinlich alle verstellen bei dem Raum, oder? Weg mit dem Dreck! Schließen den Dreck! Aha. Aha. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Mein größten Streitpunkt, den ich mit Monte jemals haben werde. Ich finde VGA nach wie vor, als jemand, der eine Videospielsammlung von 3000 Videospielen hat, ist immer noch der größte Quatsch, in den man investieren kann. Besonders, wenn man darüber sagt, man investiert. Das ist Quatsch.
Es ist wunderschön, aber es ist Quatsch. Es ist Quatsch. Das macht mich wütend. Dieses Regal macht mich wütend. Das ist das Einzige, was mich in dem Raum, glaube ich, wütend macht. Aber einfach nur, es ist ja nicht mal wegen ihm, es ist einfach nur der Grundsatz von den Dingern, der mich wütend macht. Na, gefällt euch das? Ja, safe. Aber es sind halt einfach nutzlose Spiele. Gameboy. Wisst ihr, wie viele originalverpackte Gameboys es gibt? Unendlich viele. Bis wir draufgehen. Kiki, dankeschön für den Sub. 9 Monate auch schon. Aber es gibt so viele originalverpackte Gameboys noch, die kosten halt 80 bis 100 Euro und die horten auch viele Sammler zuhauf und das wird halt einfach eine marginale Wertsteigerung haben in Zukunft. Das ist, that's not right. Super Mario Bros. 2, eins der meistproduzierten Spiele für ein NES, das hat halt einfach keine große Wertsteigerung, ob du jetzt in Hartplastik reinmachst oder nicht, weil es halt besser verpackt ist oder besser gerappt als andere mit den VGA-Wertungen. Finde ich krass. Also ich finde diesen Markt sehr, sehr klein einfach nur. Das ist ein großer Punkt von mir, wo ich nicht 100% mit übereinstimme, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich gucke immer Reactions auf mein Shit ganz gerne. Vielleicht guckst du auch zu. Monte, wir haben uns ewig lang nicht gesehen. Ich liebe das alles, ich gucke alles gern, aber bei den Dingern bin ich komplett anderer Meinung bei den VGA-Teilen. Gefällt euch das? Ja, ich mag auch die Videospiele. Ja, wie ihr seht. Boah, Alter, wie sick sind diese Logos eingelassen, jemand, wie schön ist es. Hier bin ich, hallo, moin. Servus, da haben wir das Gerda-Malevel-Logo. Also, ich will euch nur mal kurz verdeutlichen, was diese Kamera für eine Zoom hat. Krank. Da wackelt selbst das Aquarium, Alter. Digga, da siehst du, also das ist zu wild. Das ist zu wild. Rechts oben seht ihr ein paar Fühlerhaare, das ist eine Krabbe. Mal gucken, vielleicht erfasse ich einen Fisch. Moment. Wo? Mal raus da aus dem Aal. Wo sind die Fische? Wo sind die Fische? Ich sehe keine Fische. Ah, da. Oha, moin, moin. Unten rechts der Papageienfisch. Oh, wie geil. Servus, ey. Meister. So, aber jetzt hier nicht so schüchtern. Ey, wo ist er denn jetzt? Hallo, bleib mal stehen. Moment. Jetzt aber nicht so schnell weg. Oh, ihr Bruder. Ah, Mann, ey. Das Aquarium ist einfach komplett geisteskrank. Oh, Digga. Krass. Kari, dankeschön für den Prime-Sub. So, dann haben wir hier einmal, wie man unschwer erkennen kann oder auch noch nicht erkennen kann, den beleuchteten Boden. So, dann machen wir mal. Vorführeffekt könnte jetzt nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle. Moment. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, welche Fernbedienung welche ist. Moment. Auf die Monitore kann ich eigentlich machen, was ich möchte. Nicht wundern, ich habe es jetzt erstmal notlösungstechnisch. Desktop-Hintergrund, man sieht oben noch den Papierkorb etc. etc. Ne? Mhm. So sieht die Zockerecke mit Licht aus. So sieht sie ohne Licht aus. Nur nochmal für euch den kleinen Vergleich. Licht an. Ich kann alle Lichter, egal welches Licht ihr hier seht, so einstellen, wie ich möchte. Hier oben haben wir noch die Elgato-Lichter, buff. Bruder, guck mal, ich bin völlig überfordert mit den ganzen... Einfach drei Fernbedienungen und hier noch so ein Ding, Alter. Dann haben wir hier, was habe ich denn noch? Genau, als nächstes haben wir dann... Digga, ich habe... Bruder, muss los, Alter. Das müsste die Cam sein. So, da müssen wir aber Licht anmachen. Mhm. Moin, moin. Wie krank sieht dieses Aquarium im Hintergrund aus, bitte? Wie krank schön jetzt sieht dieses Aquarium bitte aus? Ah, hier unten, da haben wir schon Kollege Schnürschuh, der Clownsfisch. Moin. Krank, Brokom, dankeschön für den Sub. Die Frontansicht sieht sehr, sehr nice aus. Ich mache jetzt nochmal kurz hier oben die Fernseher an. Ah? Oh nee. Ja, Vorführeffekt, ne? Was ist jetzt hier wieder los? Was ist dein Problem? Sea Life Buxtehude. Okay, der Monitor funktioniert jetzt nicht. Aus was für einem Grund auch immer. Kleine Kinderkrankheiten. Ja, das Übliche. Hat. Bei so viel Technik, Alter, dass der überhaupt fast alles angegangen ist. Perfekt. Das hat er vorhin auch schon gehabt. Ich weiß nicht genau, ob der, was er für ein Problem hat. Lassen wir die Scheiße jetzt erstmal aus. Also das ist die Frontkamera, die ihr immer kennt. Auch hier natürlich kleine Wehwehchen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, also vielleicht fällt es euch nicht so doll auf. Ja, doch, ja, hier. Flackert aber ein bisschen. Ja, immer das bei der... umändern.
Muss die Demo-Version ausschalten bei dem LG. Nee, nee, das hat damit nichts zu tun, Digga. Ich sag euch jetzt nochmal, mit der Aquarium-Cam bin ich noch nicht zufrieden. Es gibt eine Aquarium-Cam? Passt jetzt erstmal, aber ich bin bei Weitem noch nicht zufrieden. Okidoki. Achso, perfekt. Digga! Richtige Cam. Also, ihr seht, da ist noch Qualität nach oben. Es gibt eine Kamera in dem Aquarium. Ich bin nicht zufrieden. Klar, das Becken ist auch noch am Einlaufen. Also, das heißt, die Qualität, also das Grüne zum Beispiel, was ihr auf den Steinen seht, ist ganz normal am Anfang. In die Aquarium-Cam muss ich noch ein wenig Liebe reinstecken. Die Cam ist erstmal schief, ja. Also, hier seht ihr aber den Korallenwächter, seht ihr? Guck mal, das ist schon schön. Das ist schon schön auf jeden Fall. Mr. Korallenwächter ist da. Also die Aquarium-Cam und die krank einfach nur. Damit muss noch, also braucht noch ein bisschen Zeit. Diese Kamera, die habe ich eben gerade. Einfach der schönste Livestreaming-Start-Screen wäre das ever, wenn du einfach so aus deinem eigenen Aquarium dein Start-Screen hast. So im Wasser, wie krank wär's, und dann schwimmen hier so Fische rum. Wie sick wäre das bitte? Und dann sind alle so, cool, woher hast du immer die Daten für? Ach so, das ist in meinem Aquarium hinter mir. Vollkommen geisteskrank. Vollkommen geisteskrank einfach nur. Die gefällt mir. Okay, ich sehe, es ist ganz schön am Flackern, oder? Kommt mir das nur so vor. Ja, das Aquarium halt, ne? Da ist irgendwie, aber das ist ja dann höchstwahrscheinlich irgendwas an der Lichtstärke, oder? Also das flackert doch meistens immer, weil die LED-Panels flackern ja nicht. Das heißt, hier muss irgendwas mit dem Licht im Aquarium selber sein, dass der Shutter-Speed von den Kameras dann nicht richtig eingestellt ist, weil das dann zu wenig Licht irgendwie. Das sind so Kinderkrankheiten, da muss ich mich reinfuchsen. Ja. Jetzt, ich hab's jetzt mal, nur mal als Beispiel. 6 Monate schon grünes Herz. Anka, danke schön für den Prime-Sub. Nur mal als Beispiel ganz dunkel. Und wenn ich jetzt Licht anmache, wie ist es dann? Mhm. Wesentlich besser. Mhm. Guck mal, der Profi, Digga. Psch, 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 psch. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, oder? Jemand hat jetzt eben geschrieben, er fühlt die Kamera nicht. Wir haben sehr viele Kameras. Das ist jetzt eine von vielen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Wieso die Cam nicht nach oben? Ich wollte halt einfach eine Kamera haben, Digga. Ich wollte einfach eine Kamera haben, wie in der alten Zentrale, die mich von der Seite filmt, dass ich jemand was... Finde ich cool übrigens. Habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich mir hier auch noch eine Kamera so links weiter neben mich mache. Auch tatsächlich wegen Monte. Also, weil ich das übel schön finde für so ein Talking oder wenn man mal quatscht oder so, dass man dann nochmal so eine separate Kameraansicht hat. Wo man halt ein bisschen mehr so einfängt. Das finde ich eigentlich tatsächlich auch ganz schön. Aber dieses von unten nach oben, weiß ich jetzt auch nicht, fühle ich da auch nicht in erster Sekunde. Und von oben hat jeder, das ist jetzt nicht die finale Lösung, das habe ich eben gerade nur kurz aufgebaut, aber ich finde, Digga, die Kamera so stabil. Ich muss mir das hier alles noch einstellen, Digga. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich bin von diesen Kameras schon hart beeindruckt. Vor allen Dingen finde ich halt einfach extrem heftig, Digga. Schaut euch mal an, wie ich mit diesem Scheißding reinzoomen kann. Ja, also. Das ist. Also ich mach jetzt gleich mal Fazit dazu, weil. Das ist krank. Das ist wirklich ganz, 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 ganz krank, Digga. 20K Kamera. Nee, das ist. Die Kamera hat 10er gekostet. Die eine an der Decke oder was? Okay. Ja, lass mal kurz durchfaziten, das interessiert mich jetzt mal. Also mich interessiert auch eure Meinung dazu. Ich kann jetzt ja nur erstmal meine sagen auf dem ersten Augenblick. Ich muss sagen, diese Zoom-Geschichte hier, warte mal, wo fängt es denn an? Hier, bla bla. Diese Zoom-Geschichte finde ich sehr, sehr interessant. Das ist ja ganz klar so eine eingelassene Deckenkamera. Hier. Hallo. Die er bewegen kann. Und was wir hier sehen und was wir am Anfang sehen, ist nicht nur eine, sondern 3 Fernbedienungen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also so 3 Fernbedienungen und das heißt 3 Kameras, die du höchstwahrscheinlich ansteuern und bewegen kannst. Das ist ja übel nice to have. Ist auch happig im Preis so. Aber also ich bin bei den Streams von Montes gerade nicht mehr 100% drin, aber plant er jemanden zu haben, der eine Live-Regie für ihn macht? Weil, wisst ihr, was ich meine? Das kannst du ja im Stream nicht bedienen. Wisst ihr, was ich meine? Du sagst ja nicht, so, wenn ich jetzt hier hinter so eine Wand hätte und da ist dieses Soccer-Studio, dann mache ich ja nicht immer, wenn ich rübergehe,
Weißt du, oder generell würde ich mich ja nie selber dann, so, dann nehme ich mir dann nicht meine Fernbedienung mit und gehe dann so und sage jetzt so, yo, keine Ahnung, ich stehe jetzt mal auf und film langsam mit, wie ich rübergehe. Wisst ihr, was ich meine? So, also das ist ja eine Spielerei. So, das ist ja nichts, was man, ich glaube, das ist ja nichts, was du immer machst. Das ist ja eher lästig. Also besonders mit der Geschwindigkeit der Kamera ist das ja was eigentlich jemand anderes als er bedienen sollte, wenn man unterwegs ist, damit man das voll nutzen kann. Also vielleicht ist auch noch was anderes geplant. Ich bin ja auch nicht in der Planung. Wäre für mich aber zu krank Spielerei für das, was ich eigentlich machen will. So, also ich wüsste, ich würde es benutzen, um was zu zeigen im Raum. Vielleicht macht er ja auch mehr Unboxings oder große Sachen und so. Dann ist halt übel nice, weil dann kannst du auch reinzoomen. Also ist halt übel nice to have. Aber ich weiß halt nicht, das hier ist die Fernbedienung wie die. Also gibt es noch drei andere? Also dann wäre die Frage, ist es dann wirklich um zu laufen? Oder was ist der? Also ich bin dazu zu pragmatisch. So, also ich bin dazu pragmatisch, würde sagen, so drei Stück davon finde ich schon crazy. Also brauchst du vielleicht bei der Raumaufteilung. Ich glaube, hier ist eine gewesen und dann vom Fernseher steht noch eine. Das macht halt Sinn, ne? Weil dadurch, dass du zoomen kannst, kannst du dir halt perfekt noch den Facecam, ja genau, hier ist eine. Das heißt, das hier ist eine drauf und ich glaube, auf der anderen Seite davon, also vom Aquarium im Durchgang, hing auch noch eine. Weiß ich nicht, aber das würden die drei Fernbedienungen gut beschreiben. Siehe, hier macht das übel Sinn, hier finde ich das richtig nice, weil du kannst durch die Zooms halt perfekt deinen Facecam-Ausschnitt halt machen. Wenn dann halt einer hier sitzt und die chillen sich so an die Seite, dann kannst du einfach schnell rauszoomen und musst nicht bis zum PC laufen und sowas. Dann ist halt übel nervig, sondern du kannst das einfach mit der Fernbedienung machen. Da macht es voll Sinn, hier in diesen Zwischendingern, keine Ahnung, also ist nice, wenn man es haben will, why not, ne? Also ist alles so unter der Frage, why not? Ich persönlich kann es vielleicht, ich persönlich kann es vielleicht aus der Hinsicht nachvollziehen, also so halb kann ich es nachvollziehen und halb nicht. Ihr müsst ja überlegen, ich habe jetzt ein Studio gehabt, wo ich streame. Das ist nicht so groß wie das. Ich streame auch nicht für die Zuschauerzahlen, für die Monte streamt, ne? Also das ist ja was ganz anderes. Er ist ja viel mehr Fulltime-Streamer, als ich das bin, obwohl ich dieses Jahr auch wieder viel, viel mehr angefangen habe zu streamen. Aber so, also ich war auch in einem Büro, da schlafe ich nicht und bin nicht den ganzen Tag. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weiter in einem Studio zu arbeiten, weil ich Livestreaming chilliger finde, wenn ich das bei mir zu Hause mache. So, jetzt, Monte macht das bei sich zu Hause und auch im Keller, aber als ich das Streaming so professioneller in Klammern gemacht habe bei mir und ich habe ja nur ein Licht hinten aufgehangen, habe meinen Tisch so professionell wie möglich gemacht und, habe ich mich so unwohl gefühlt, wenn ich das im Büro gemacht habe. So, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, also das ist ja, muss ich natürlich auch entwickeln, gerade weil es bei ihm zu Hause ist und bei ihm zu Hause im Keller ist es bestimmt safe ein anderes Feeling, aber wie gesagt, dieses Überprofessionalisieren von Streams und Verkomplizieren hat bei mir einfach ein krank ungutes Feeling ausgelöst, weil, keine Ahnung, so ich das nicht gefühlt habe, weil ich nicht, also ich will ja alleine streamen, ich will nicht noch jemanden dabei haben, wie für die Videos, der Kamera macht und der